Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Vlog für euch, denn für mich geht es diese Nacht in den Urlaub nach Spanien. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Ich drehe einen Vlog und es werden ein paar richtig coole Sachen passieren. Wir werden reiten gehen, wir werden Stand-Up-Paddling machen, wir werden Klippenspringen gehen, schnorcheln gehen. Also ein paar richtig coole Sachen sind geplant und ich dachte mir, vielleicht findet der ein oder andere interessant, was wir so machen. Und ja, deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Genau, und jetzt laufen quasi noch so die letzten Vorbereitungen. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt. Und ich wollte euch einmal kurz diese also das ist eine Sonnenbrille. Und ich finde die so cool. Ich habe mir die, ich habe die eben spontan gefunden und musste sie sofort mitnehmen, weil ich die irgendwie so schön fand, weil sie halt nicht aussieht wie eine Sonnenbrille. Und sie auch noch einen, also es ist halt auch noch so eine UV-Filterbrille und das fand ich halt irgendwie richtig cool. Und dann habe ich noch eine andere Sonnenbrille, die wollte ich euch auch noch zeigen. Die hier, und die fand ich auch noch richtig cool. Und ja. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall, aber ich muss sagen, in die hier habe ich mich doch schon sehr verliebt. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Der Flug war eigentlich voll in Ordnung. Die Anreise hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Wir haben auch schon alles ausgepackt und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einmal eben noch das Zimmer, solange es noch ordentlich aussieht. Und der Plan ist jetzt, dass wir erstmal was frühstücken gehen, weil wir haben irgendwie, keine Ahnung, 10:30 oder so und ich habe noch nichts gegessen. Wir sind um 12:30 in der Nacht aufgestanden und seitdem, ja, habe ich nichts gegessen. Jetzt habe ich ziemlich Hunger, deswegen werden wir gleich erstmal frühstücken und ja, uns die Gegend so ein bisschen angucken. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das Zimmer. Wenn wir reinkommen, dann haben wir hier links das Badezimmer. Also das geht eigentlich echt klar. Relativ groß auch. Und dann haben wir hier vorne ist dann halt der Schrank, wo die ganzen Sachen drin sind. Und hier ist dann eben ja, das Bett. Und dann hat man hier noch so eine kleine Chill-Ecke. Hier ist dann noch so ein Fernseher. Und dann halt, wie gesagt, eben hier der Spiegel, wo ihr mich schon gesehen habt. Das ist... Ich habe mich auch schon umgezogen, das ist mein Outfit, was ich jetzt erstmal anziehen werde. Und wir haben sogar einen Balkon und da zeige ich euch jetzt einmal den Ausblick, weil den finde ich richtig schön. Und ja, was gegessen und jetzt sind wir nochmal auf dem Weg zurück ins Hotel. Okay, ich dachte, ich setze mich jetzt mal kurz auf die Terrasse und quatsch mal so ein bisschen zu euch. Wir haben jetzt noch den Tag am Pool verbracht. Das war richtig, richtig schön. Das ist richtig entspannt und dieses Hotel ist einfach wirklich der Wahnsinn. Also dieses Hotel hat irgendwie 3 Außenpools, dann noch einen Innenpool. Das ist halt quasi so ein Spa-Bereich. Dann gibt es noch eine Sauna, es gibt ein Fitnessstudio, was man alles kostenlos benutzen darf. Dann gibt es einen Tennisplatz, es gibt eine Bar, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, Minigolf zu spielen oder Billard oder ja,
Tischtennis oder so, also richtig cool auf jeden Fall. Dieses Hotel hat mich wirklich bisher geflasht. Ich bin sehr gespannt auf das Essen nachher. Ja, heute ist aber irgendwie nicht so ganz mein Tag, habe ich das Gefühl. Wir haben ja, habe ich ja schon erzählt, zwei Touren gebucht. Einmal so eine Sea Safari, wo wir eben Klippenspringen, Stand-Up-Paddling machen, Schnorcheln gehen und eben das Reiten. Und dann habe ich eben eine E-Mail bekommen von der, wo wir eben das Reiten gebucht haben, die halt gesagt hat, dass es an dem Tag nicht geht, dass die schon ausgebucht sind, obwohl ich schon bezahlt habe. Und dass die mir einen anderen Tag anbieten könnte, aber das wäre der Tag der Abreise und das geht halt eben nicht. Ja, was ein bisschen ärgerlich ist, jetzt haben wir aber gesehen, nicht weit von hier sind noch zwei andere Reitställe, wo wir es halt versuchen wollen. Und die andere Sache war mit dieser Sea Safari, die haben wir auch schon festgebucht, die wäre für Sonntag geplant. Da soll es aber jetzt ein bisschen windig werden und dann hatten die irgendwie angerufen und haben halt gesagt, dass sie das halt verschieben wollen. Ja, jetzt machen wir das sehr wahrscheinlich am Montag. Und dann waren wir am Pool und dann habe ich mir einen Strawberry Smoothie bestellt und habe den auf den Tisch gestellt und wollte dann halt meine Liege umdrehen. Ja, und dann bin ich gegen diesen Tisch geknallt und dann ist mir der Smoothie komplett auf den Boden gefallen und alles lag auf dem Boden und das war mir total unangenehm. Also irgendwie, ja, ist heute nicht so mein Tag. So, wir sind jetzt wieder zurückgekommen. Wir waren jetzt gerade noch ein bisschen draußen spazieren und wir haben gerade noch eine Katze getroffen, die war richtig, richtig hübsch und weil wir haben extra so Leckerchen mitgenommen, weil wir die füttern wollten. Wir sind noch zu diesen, hier in der Nähe, zu so zwei Pferdevermietungen, sage ich jetzt mal, gegangen und haben da eben nachgefragt, ob die nicht vielleicht jetzt in den nächsten Tagen doch noch Zeit hätten. Und die hatten zum Glück noch was frei. Und dann haben wir da jetzt was für Montag quasi gebucht. Zwar nur eine Stunde, sonst wären es halt zwei gewesen, aber Hauptsache, man kann es machen. Guten Morgen. Wir waren gestern noch essen und das Essen ist richtig, richtig gut. Also die haben ja halt so ein Buffet und die haben eigentlich alles Mögliche so angeboten. Die hatten, du konntest dir Fleisch anbraten lassen, du hattest gegrilltes Gemüse und sowas. Dann gab es, was gab es noch? Es gab Kartoffeln, Pommes, Nudeln, Soßen, Falafel, sowas alles. Also Salat, genau. Also da war wirklich so für jeden was dabei. Und es gab auch jetzt heute Morgen beim Frühstück, das war auch ein richtig geiles Buffet. Da gab es Brötchen, du konntest dir Speck und Ei und Spiegelei machen lassen. Es gab so süße Sachen, es gab ganz viel Joghurt und Müsli und ja, eigentlich so alles Mögliche. Also das ist wirklich top. Und ja, wir werden jetzt heute so einen Strandtag machen, sind jetzt soweit fertig gemacht und hier sind unsere coolen Strandliegen. Meinst du das riesige Blatt da? Und genau, dann gucken wir mal, was wir heute sonst noch so machen. Wir sitzen jetzt hier in so einer Strandbar und haben uns Essen bestellt. Ich habe mir Currywurst geholt und das da ist ein Caprese-Salat und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir waren jetzt essen, das war sehr lecker und dann haben wir uns noch Badelatschen geholt, weil wir ins Spa wollten. Aber da muss man Badelatschen tragen und wir hatten keine. Ja, und jetzt gucken wir mal, was man da so machen kann, weil es soll wohl auch irgendwie Massagen oder so geben und das wäre natürlich schon ziemlich, ziemlich cool. Und so sieht das Spa aus und da hat man dann da vorne so verschiedene Becken, also beziehungsweise verschiedene Bereiche, wo man halt da und da und da und da und in diesen Becken eben so, ja, so Sprudeldinger anmachen kann und das ist schon ganz nice und dann ist dahinter noch eine Sauna. Wir waren jetzt gerade noch ein bisschen am, also in diesem Spa und dann am Pool und wir haben gesehen, dass man hier tatsächlich wirklich Massagen machen kann. Jetzt überlegen wir halt morgen oder übermorgen, ja, so eine Massage zu machen.
Und dann haben wir noch ein bisschen am Pool gechillt und jetzt gleich in so 40 Minuten geht's essen. Und dafür machen wir uns gerade so ein bisschen fertig und dann wollten wir noch so ein paar Sachen abklären, weil wir wissen noch nicht genau, wie das mit dem Transfer beim Rückflug aussieht, wann das halt ist, weil eigentlich haben wir halt voll die geilen Flüge. Wir hatten einen super frühen Hinflug und einen sehr, sehr späten Rückflug. Ja, aber wir müssen halt trotzdem wissen, um wie viel Uhr dann der Rücktransfer geht. Weil wir so ja nur planen können, ob wir Dienstag noch irgendwas Krasses machen können oder nicht. Und dann hatten wir uns eigentlich überlegt, morgen ein Quad zu mieten, weil wir waren eben, als wir diese Slipper geholt haben, die wir jetzt im Endeffekt eigentlich gar nicht gebraucht hätten, haben wir gesehen, dass es hier die Straße runter so Quads zu mieten gibt für 4 Stunden oder für einen Tag. Und dann haben wir überlegt, dass wir das morgen machen. Als wir dann am Pool waren, kam aber der Anruf, dass diese Sea Safari, wo wir halt eben Klippenspringen und sowas alles machen, dass die doch morgen stattfinden kann. Und jetzt machen wir das dann morgen früh um 7:45 geht's los. Ja, um 8 dann fängt es dann an. Und das geht, glaube ich, 4 Stunden, ne? Ja. Ja, 4 Stunden. Auf jeden Fall haben wir dann überlegt, ob wir dann einfach morgen nach dieser Tour die Massage machen. Da wollten wir dann gleich unten an der Rezeption mal nachfragen, wie das abläuft, ob man das irgendwie vorher buchen muss und ja, generell, wie das so abläuft, weil da stand halt nur ein Schild, wie viel das kostet und was man so machen kann. Und genau, das wollten wir dann machen und dann wollten wir dann übermorgen vor dem Reiten, weil eigentlich wäre dann übermorgen das beides gewesen wäre, einmal diese Safari und das Reiten. Und jetzt haben wir dann gedacht, dass wir uns dann einfach vor dem Reiten eben die Quads mieten und beziehungsweise eins wollten wir mieten und dann halt hier so ein bisschen auf der Insel rumfahren und dann eben um 17 Uhr, glaube ich, geht das Reiten los, dass wir dann eben reiten gehen. Und ja, genau, das ist jetzt so der Plan. Dass wir gleich mit so einem Ding fahren. Sieht auf jeden Fall cool aus. Mit der Tour fertig und das war eigentlich eine 4-Stunden-Tour, hat aber ein bisschen länger gedauert. Sagen wir so, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir die ganze Zeit auf dem Wasser sind, beziehungsweise die ganze Zeit halt Stand-Up paddeln. War aber auch cool, abgesehen davon, dass ich seekrank wurde und dann reiern musste, war nicht so schön. Wir sind, boah, keine Ahnung, 8 Kilometer oder sowas mit den Dingern halt gefahren. Der Typ, der das gemacht hat, Miguel, das war halt auch einer hier von der Insel, der war auch richtig cool drauf, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Morgen. Wir waren jetzt gerade frühstücken und packen jetzt gerade so ein bisschen unsere Sachen für die Quad-Tour
Und dann fangen wir auch, also das Zimmer hier ist ein einziges Chaos, weil wir jetzt auch schon anfangen zu packen, weil wir morgen um 11 Uhr schon aus dem Zimmer raus sein müssen. Wir haben zwar erst irgendwann nach, also abends, so gegen 10 glaube ich, den Flug, aber um 11 Uhr müssen wir trotzdem das Zimmer verlassen und deswegen packen wir jetzt nochmal so ein bisschen. Wir waren jetzt am Strand und jetzt fahren wir wieder zurück. Ich gehe noch in so einen Supermarkt und dann chillen wir noch ein bisschen, bevor es dann zum Reiten geht. Und abends gehen wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen in den Pool oder in den Spa-Bereich oder so. Mal schauen. Wir gehen jetzt reiten, beziehungsweise wir holen vorher noch Wasser. Und wir haben erfahren, dass morgen richtig cool der Transfer erst um 18.25 Uhr kommt, was richtig nice ist. Das bedeutet, wir haben noch eigentlich quasi fast einen kompletten Tag da. Das Einzige, was schade ist, ist, dass wir kein Abendessen mehr haben. Das fängt nämlich um 19 Uhr immer an. Aber gut, dann geht man halt hier irgendwo was essen. Wir sind gerade vom Essen zurückgekommen und ich wollte euch einmal zeigen, wie unfassbar schön der Himmel einfach ist. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich wollte euch außerdem noch was richtig Cooles erzählen. Und zwar hatte ich die spontane Idee, dass wir uns vielleicht im Urlaub oder dass ich mich vielleicht im Urlaub tätowieren lasse. So nicht als Andenken an den Urlaub, aber ich fand die Idee irgendwie cool. Und ich habe mal nach einem Tätowierer geguckt, der hier in der Nähe ist. Und mir war halt klar, wenn, dann müsste das am Ende des Urlaubs sein, weil man darf ja dann nicht in Sonne und ins Wasser und sowas. Und ich hatte einen gefunden, aber keine Ahnung, der hat mir nicht so gefallen, wie der arbeitet. Und dann habe ich noch jemand anderen gefunden eben und habe dann einfach mal ganz spontan geschrieben und habe so gesagt, so ey, so wir sind hier gerade in Urlaub, wir fliegen morgen wieder zurück. Ob der nicht morgen noch spontan Zeit hätte für zwei Leute, für eben zwei Tattoos. Und dann haben die mir halt geantwortet und haben dann halt direkt gesagt, ja, wann denn? Also die hätten um 1 Uhr noch was und um 7 Uhr. Und dann habe ich halt gesagt, ja, 7 Uhr passt halt leider nicht, weil wir da dann schon auf dem Weg zum Flughafen sind.
Deswegen 1 Uhr wäre perfekt. Und ja, jetzt gehen wir einfach morgen uns Tattoo stechen lassen. Das ist so krass irgendwie, weil das so eine ultra spontane Aktion einfach ist. Also das finde ich richtig, richtig cool. Alles in allem kann ich sagen, dass der Urlaub richtig, richtig schön war. Ich kann dieses Hotel wirklich zu 1000% weiterempfehlen. Also jetzt auch das letzte Essen war super schön. Generell hier habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und es war einfach krass, was man hier für das Geld, was man zahlt, alles geboten bekommt. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt auf jeden Fall. Das war top. Ich werde euch einfach mal, es ist nur eine Empfehlung, das Hotel mal in die Beschreibung setzen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jemals erwähnt habe, wo wir überhaupt sind. Also wir sind in Spanien, in Cala Ratjada, beziehungsweise genauer gesagt in Cala Agüera. Und es ist einfach nur super. Also unser Hotel ist, ich sehe direkt hier vorne das Meer. Generell hier drumherum ist so viel, was man machen kann. Man kann diese Sea-Safaris machen, man kann reiten gehen, man kann Quad fahren, was auch so cool war. Ich wollte schon immer mal mit einem Quad fahren. Und auch das, Leute, ich kann euch das irgendwie nur empfehlen, wenn ihr auf so einer Insel seid oder so. Anstatt euch irgendwie, wenn ihr es jetzt nicht unbedingt braucht, ein Auto zu mieten, holt euch so ein Quad. Das macht einfach so viel Spaß. Und ja, es ist einfach nur mega, mega cool. Ich hoffe tatsächlich, dass der Vlog nicht langweilig war oder so, weil ich ja doch nicht so viel mitgefilmt habe. Ich habe ja dann immer eher so von den Sachen erzählt und dann hier und da so ein paar Einblicke, ja, werde ich reinschneiden quasi, also dann so ein paar Einblicke gezeigt. Aber ich muss sagen, es ist wirklich nicht so einfach, so einen Vlog zu drehen, weil es kostet schon Überwindung. Einfach nur so in der Öffentlichkeit, wenn da Leute sind, die Kamera rauszuholen, in die Kamera zu sprechen, das ist, das kostet Überwindung. Guten Morgen. Wir haben jetzt schon alles fertig gepackt und bringen jetzt gleich die Koffer runter, haben schon gefrühstückt und dann checken wir aus und dann wollten wir noch so ein bisschen an der Promenade entlang gehen, noch so ein paar letzte Souvenirs holen und ja, dann einfach noch so den letzten Tag so ein bisschen genießen. Und um 1 Uhr geht es ja dann zum Tätowierer, da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Dann nehme ich euch auch so ein bisschen mit und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt in den letzten Tag. Gerade noch in so einem Park und versuchen irgendwie die Zeit totzuschlagen, bis wir zum Tätowierer können. Und wir haben jetzt gerade noch in so einem Laden so Gewürze geholt. Das hier ist einmal so Smoked Paprika und dann das hier. Das finde ich richtig cool. Das ist einmal Olivenöl mit Chili und einmal Meersalz mit Chili und ich bin schon voll gespannt, wie das schmecken wird. Wir sind jetzt im Reisebus, wurden jetzt abgeholt und fahren jetzt zum Flughafen. Wir haben eben noch Leckeres gegessen und ja, sonst haben wir eigentlich nur gechillt und Karten gespielt und sowas. Ja, und jetzt neigt der Urlaub sich schon dem Ende.